Morgen Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Rezeptvideo. Heute wird es gleich 3 Rezepte geben. Letzten Sonntag in meinem Vlog habt ihr ein Rezept gesehen zu meinem Apfelkompott und das kam so mega gut bei euch an. Ich habe so viele Fotos auf Instagram bekommen und auch jetzt für dieses Video, falls ihr es noch nicht wisst, die Leute, die mein Rezept regelmäßig verfolgen, wissen es natürlich. Falls ihr Sachen von mir nachbackt, markiert mich gerne auf Instagram. Ich reposte die Sachen so gerne in meiner Insta-Story. Das Grundrezept, das ihr letzten Sonntag im Vlog gesehen habt, das ist mega praktisch für zwischendurch. Es ist mega kalorienarm, also die ganze Portion kommt gerade mal auf 200 Kalorien und es geht mega fix, mega schnell, ist mega lecker. Und heute stelle ich euch 3 besondere Kreationen vor. Das heißt, wenn man wirklich so ein mega leckeres Dessert haben möchte, so diese ausgefeilteren Varianten. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Äpfel. Viele Äpfel? Okay, vielleicht nicht ganz so viele Äpfel. 2 Stück reichen. Eine Portion schwankt bei mir meistens so zwischen 150 und 200 Gramm Äpfel. Am besten eignen sich Boskop-Äpfel oder Elster oder Brebörn. Funktioniert auch noch ganz gut. Vom Boskop, wenn die groß sind, braucht ihr meistens nur einen Apfel. Bei kleineren Äpfeln nehmt einfach 2 Stück. Damit ihr das Ganze auch frei variieren könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht alle Zutaten zu Hause habt, alle Zutaten, die ich euch heute vorstelle und die ich benutze, findet ihr unter diesem Video, auch genauso wie die Alternativen. Der erste Teil der Zutaten sind die Äpfel. Der zweite Teil ist eine Proteinquelle. Ich benutze am meisten und am liebsten dafür das klassische Whey, also Proteinpulver. Ihr könnt natürlich auch veganes Proteinpulver nehmen. Meine Lieblingsgeschmäcker für das Rezept. In der Kombination mit den Apfel sind Soy-Di-Karamell, Lumumba, Milchreis, Zimt, Apfelkuchen und Butterkeks. Was ihr auch noch benutzen könnt, ist Skyr, körniger Frischkäse oder Magerquark, die beiden allerdings unbedingt noch süßen zusätzlich oder auch griechischen Joghurt. Die dritte Komponente ist dann das Süßen. Da benutze ich am meisten entweder den Zucker Light oder die Flasties. Flasties sind kalorienfreie Geschmackspulver zum Süßen. Gibt es in ganz, ganz vielen Geschmacksrichtungen. Alternativ könnt ihr natürlich Kokosblütenzucker, Ahornsirup, eine sehr reife Banane, okay, vielleicht nicht ganz so reif, mittelreif reicht auch, oder auch Zimt benutzen. Das so ein bisschen als Inspiration, damit ihr ein bisschen variieren könnt. Falls ihr noch mehr Ideen habt, haut die gerne in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Rezept. Das ist die Schokobombe. Leute, als erstes zaubern wir einen leckeren Avocado-Apfel-Schoko-Porridge. Als erstes schneiden wir die Äpfel in kleine Würfel, dann brauchen wir einen Topf mit Deckel und in diesen Topf kommen dann die gewürfelten Äpfel. Als nächstes gebe ich einen Scoop Whey dazu. Ich habe jetzt Geschmacksrichtung Schoko genommen. Ein Scoop Flasty in Geschmacksrichtung Double Brownie. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel stark entöltes Kakaopulver nehmen. Dann kommen noch 2 Esslöffel Wasser dazu. Alles gut verrühren, damit es gut vermischt ist. Und dann den Herd auf niedrige Stufe stellen. Jetzt, damit ihr so eine Orientierung habt, mein Herd hat 9 Stufen. Ich stelle ihn meistens auf Stufe 3. Passt da wirklich auf, dass es nicht zu heiß wird, sonst klebt es nämlich unten an. Deckel drauf und für ungefähr 10 Minuten erhitzen, je nachdem wie knackig ihr die Äpfel mögt, ein bisschen kürzer oder länger. Während unsere Äpfel auf dem Herd stehen, kommt die zweite Sache. Und zwar geben wir in eine kleine Schüssel eine halbe Avocado, einen Esslöffel stark entöltes Kakaopulver, 25 Gramm Zucker Light, Saft von einer halben Zitrone, einen Esslöffel Wasser, 15 Gramm Bitterschokolade. Die löst sich nachher auf und es, das gibt so leckere Schokoklümpchen da drin. Falls ihr keine Avocado habt oder mögt oder einfach lieber mehr Kohlenhydrate als Fett esst, könnt ihr alternativ auch eine reife Banane dafür benutzen. Dann alles in der Schüssel gut zusammenmischen und wenn dann das Apfelkompott fertig ist, alles zusammenmischen und erheben, ein bisschen abkühlen lassen und danach ist es wie Schokoladenapfelpudding. Kommen wir nun zu Rezept Nummer 2. Und dafür muss ich euch jetzt kurz was hören lassen. Wir haben hier nämlich Nusscrumble drauf. Selbstgemachtes Nusscrumble. Wie das funktioniert, erzähle ich euch jetzt. Das ist das Geilste. Okay. Als erstes geben wir wieder unsere Äpfel in den Topf.
kommt bei mir wieder das Whey dazu. Ich habe jetzt Geschmacksrichtung Haselnuss. Danach kommt der Zucker Light und dann kommt ein Teelöffel Erdnussbutter. Ich habe jetzt welche mit Goji-Beeren drin. Das ist so, so lecker. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Erdnussbutter oder Mandelmus oder alles Mögliche an Nussmus verwenden, was ihr möchtet. Und dann gebe ich noch einen Teelöffel Wasser dazu, mische wieder alles gut durch, Deckel drauf und wieder für 10 Minuten erhitzen. Währenddessen erhitzen wir eine Pfanne ohne Öl und geben dort gemahlene Haselnüsse rein. Dazu kommt ein bisschen Zucker Light und eine Prise Zimt. Die Pfanne stark erhitzen, dadurch karamellisiert der Zucker so ein bisschen und aufpassen, dass es nicht anbrennt, ab und zu ein bisschen durchrühren und wenn ihr das dann abkühlen lasst, dann wird es crunchig. Wenn unser Apfelkompott dann fertig ist, in eine Schüssel geben, das crunchige Nuss-Granola-Crunch-Zeug draufgeben und dann mache ich noch ein bisschen Honig drauf und fertig ist unser Honig-Nuss-Apfel-Crunch. Boah. Das ist der Wahnsinn. Was übrigens gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch noch total toll ist, wenn ihr so gebrannte Mandeln oder ich habe jetzt gebrannte Walnüsse noch da gehabt, wenn ihr die noch drauf gebt. Dieses Nuss-Crunch könnt ihr übrigens auch so machen und euch zum Beispiel auf dem Magerquark oder auf dem Joghurt oder ins Müsli reinmachen. Mega, mega lecker. Kommen wir nun zu Variante Nummer 3. Ich nenne es liebevoll den Pudding-Apfelstrudel. Ach scheiße, ich weiß nicht, welches von den dreien am leckersten ist. Jedes Mal, wenn ich irgendwo abbeiße, denke ich mir, das ist am leckersten. Für Rezept Nummer 3 geben wir wieder unsere Äpfel in den Topf. Ich habe jetzt eine Mischung zusammengemixt aus zwei verschiedenen Whey-Sorten. Und zum einen Apfelstrudel und Salty Karamell. Ich liebe diese Kombination. Falls ihr jetzt keinen Apfelstrudel, Whey oder so da habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Vanille nehmen und so ein bisschen Zimt dazugeben. Das funktioniert auch. Dann habe ich noch Flasties. Oh, Butterkeks-Whey ist auch noch mega lecker in Kombination. Auf jeden Fall habe ich dann noch Flasties im Butterkeks dazu gemischt, ein Scoop. Dann ein halbes Päckchen Puddingpulver. Und hier kommt ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu, insgesamt 200 Milliliter. Hier funktioniert es jetzt ganz leicht anders. Und zwar dadurch, dass wir mehr Flüssigkeit haben und das Puddingpulver, ganz vorsichtig und ganz kurz einmal aufkochen lassen, ohne den Deckel drauf zu haben. Wenn es dann einmal kurz aufgekocht ist, können wir das auch schon von der Herdplatte runternehmen und nochmal gut durchrühren, damit es nicht anbrennt und dann den Deckel drauf und einfach nochmal ein bisschen ziehen lassen. Wenn ihr den dann wieder runter macht, ist das Ganze mega schön puddinglich. Puddingig. Ihr wisst, was ich meine. Falls ihr Rosinen mögt, wäre der Zeitpunkt ideal, wenn das gerade vom Herd runter ist, bevor ihr den Deckel drauf macht, da die Rosinen reinzugeben. Dann werden die nämlich so ein bisschen warm und matschig. Ich mag das total gerne, nur so als Tipp. Wenn das Ganze dann so ein bisschen abgekühlt ist, kommt ein Esslöffel körniger Frischkäse dazu. Ich habe dann noch so zuckerfreie Apfelmarmelade. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr zum Beispiel auch Apfelmark benutzen. Apfelmark ist der Unterschied zu Apfelmus, dass eben kein zusätzlicher Zucker mit drin ist. Dann noch einen Esslöffel gemahlene Mandeln drauf und durchrühren. Als Topping mache ich dann noch Zimt, Mandelsplitter und Ahornsirup drauf. Und schon ist Variante Nummer 3 der Pudding-Apfelstrudel fertig. Oh, der Zimt. Könnt ihr euch noch an diese Szene erinnern, als ich mal den Teelöffel Zimt gegessen habe? Wer kann sich an die Szene erinnern? Bitte, alle, die das noch kennen, das ist ewig her, alle, die meine Zimt-Szene kennen, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox. Ich freue mich auf eure Kreation. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abo da lassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.